Hallo und herzlich willkommen beim The Hunter Call of the Wild. Das Spiel ist ja noch nicht ganz so alt und ich habe auch schon ein bisschen vorgemuckt. Wie ihr seht, wir rufen das Menü auf. Ich habe hier nur noch 3403 Geld, EP und Rang quasi. Ja, ich erkläre mal ganz fix. Mit Escape und oder F1 kommt man hier ins Menü. Kann sich die Karte anzeigen lassen. Wir sind hier. Ich habe mir ein bisschen vorgemuckt, um hier schon ein paar Häuser freizuschalten, wo ich zwischenspeichern kann, beziehungsweise wo ich da schnell reisen kann. Weil alles andere ist, das dauert dann immer ewig, das Lauf, weil die Karte ist unheimlich, unheimlich groß. Es gibt eine Missionsliste, die wir machen können. Die Mission kann ich noch nicht machen, weil ich kein Geld habe für den Bogen. Die Mission will ich erstmal nicht machen. Wir machen erstmal die. In Ratenfeld oder in der Region Ratenfeld 3 Dammhirsche bei Nacht entdecken. Das heißt, da müssen sie sehen und dann auch markieren quasi. So, Mission habe ich auch schon abgeschlossen. Das waren die ersten Schritte. Danach mussten wir einen Dammhirsch fotografieren und die Maisfelder retten, indem wir dort 2 Dammhirsche erlegen und verwerten. Ja, gibt es Inventar jetzt hier. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sag ich mal so. Fertigkeiten, man kriegt hier Fertigkeitspunkte oder Vorteilspunkte durch Rangaufstieg und hast du nicht gesehen. Und die kann man dann hier mal einlösen. Es gibt verschiedene Sachen wie Verfolgung und hast du nicht gesehen. Vorteile gibt es auch, je schneller Waffenwechsel und besser zielen und hast du nicht gesehen, genau. Dann gibt es noch einen Codex, Profilkarte, ja, das bin ich. 7. Rang bin ich, Fertigkeiten habe ich, Pirscher Läufer 2, Gewehr 2, keine Ahnung. Was war das Profil, das schreibt schon irgendwas. Wir haben 30 hier verwertet, 10 davon waren Bronze, 2 davon waren Silber, die anderen hatten keinen Rang. Wir haben 495 Tiere versteckt und dadurch 452 durch Geräusche. Und einen durch Geruch. Na, habe ich gerade wahrscheinlich eine Zigarette angemacht oder so. Schüsse abgefeuert, 94. Treffer, 60. 34 Fehlschüsse. Ja, da muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen, dass ich nicht zu schnell schieße. Gut. Wir sind in der Welt Mitteleuropa, die anderen habe ich noch gar nicht angefangen. Er ist 11% erkundet und abgeschlossen Mission, zack, 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 Nebenmission abgeschlossen, gibt es ja auch noch ein paar. Spielstatistik, erlegte Kleintiere 2, Spielertode 2, weil sterben kann man ja auch, unheimlich schnell. Besten ist ein Fortschritt, Tiere, Dammhirsch, ja, das klappt gerade nicht. Jagdverlauf, Chronik, zuletzt verwertet. Da war ich Wiesente jagen. Mitteleuropa gibt es hier Regionen. Hirschdorf. Schönfeld und Ratenfeld. Königsberg gibt es Spreeberg und Petershain und so weiter und so fort. Das gleiche für den pazifischen Nordwesten. Fauna. Welche Tiere dort wo sind. Oder welche Tiere es allgemein gibt. Und Tutorialverlauf, Tierrufe, kannst du auch nochmal reingucken. Ja, und die System. Als Einstellung oder zurück zum Desktop, weil zurück ins Hauptmenü geht nicht. Das ist Schande, ja, aber macht ja nichts. So, wir sollen 3 Dammhirsche bei Nacht entdecken. Nacht ist von 19 bis 5 Uhr morgens. Man kann auch Stirnlämpchen anmachen. Wobei ich irgendwo gehört habe, dass die Stirnlampe wohl die Sicht verfälscht ein wenig. Ja, hier im Outposten kann man schnell reisen. Ein Schläfchen machen, was aber Geld kostet. Oder Inventar, Munition, hast du gesehen, auffüllen. Das ist gut so.
wenn man Geld hat. Weil so billig ist es jetzt hier nicht. Oder günstig. Und ich weiß nicht, was gerade für ein Tier geschrien hat, deswegen können wir erstmal nichts machen. There should be a track nearby. Ja, da hinten scheint eine Fußspur zu sein. Gehen wir mal dahin. Aber wenn du Pech hast, verfolgst du Fußspuren, verfolgst dich dumm und dämlich. Also nach Geräuschen gehen ist schon, oder nach Rufen ist schon besser. So, stellen wir uns mal hin. So, ein Brummschrei von Dammhirsch. Manchmal backt das Spiel auch noch. Und man hört die Caller nicht oder die Schüsse hört man manchmal auch nicht. So, das sind dann hier Caller. Die erste Folge ziehen wir so durch. Und dann schauen wir mal weiter. Benutzen unser Fernglas. Rechtsklick, gedrückt halten zum Zielen quasi, ne? Und Mausrad ist Zoom. Und der Hirsch kommt noch nicht. Da die scheiß Musik soll mal aufhören. Unten im Kompass, der grüne Kegel ist übrigens Wind. Ist die Windanzeige. Und da ich ja auch schon Tiere durch Geruch verschreckt habe, scheint das auch zu funktionieren. Ja, sieht natürlich die ganze Ecke anders aus als, das heißt, die ganze Ecke sieht auf jeden Fall ein bisschen besser aus als The Hunter Classic. Und es ist genauso schwer zu Let's Playen, weil hier halt wenig passiert, genau wie bei Fishing Planet. Aber müssen wir durch. So, eine Fußspur. Den Dammhirsch-Caller habe ich neu. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Scheint aber auch der richtige zu sein. Laut Inventar. Geweihrassel für Dammhirsch anlocken. Siehst du? Und jetzt regnet es. Oh, hier scheint ja ein ganzes Rudel oder Herde, wie du es auch immer nennen willst, durchmarschiert zu sein. Nächster falsche. Ich würde unheimlich gerne mal Rothirsche jagen gehen. Aber ich habe die Rothirsch-Lockpfeife noch nicht. So, wir treten hier übrigens auch das Gras platt, genauso wie das Wild an sich auch. Nur halt
Komm, rechne fester, bitte. Nur halt leider noch nicht durchgehend, aber das kann man dann wohl alles skillen. Durch die Erfahrungspunkte und Fertigkeitspunkte und hast du gesehen, soll das wohl funktionieren. Hier laufen auch Hasen so ein Kram rum und Eichhörnchen. Die machen übrigens Krach wie eine Wiesentherde, also. Ach, cooler Mond, ne? Ich will die Hirsche ja noch gar nicht schießen. Ich will sie erstmal nur. Erstmal nur markieren, dass ich dann auch die Mission geschafft habe. Aha. Ein Warnruf von einem Dammhirsch. Beim The Hunter Classic war das doch die der Lockrufer für die Rentiere, oder? So, Damm hier, Fressgebiet sind wir gerade. Ist auch nicht verkehrt, wenn man das weiß, ne? Ja, ich hasse Nachtmissionen. Ich glaube, die Damen hier haben Angst vor mir. So. Also diese Atmosphäre fängt einen ja schon richtig gut ein, das muss ich echt sagen. Mit den ganzen Nebengeräuschen und dergleichen, also ist schon. Ja, ich glaube, das hier war ein Hirschbulle, der mich da gerade so angeschrien hat. Unhöflicherweise. Bei der letzten Dammhirsch-Mission, wo ich zwei Dammhirsche erlegen sollte, hatte ich diese Geweihrassel hier noch nicht. Da konnte ich einfach nur mit Tönen hinterherrennen. Und den Spuren, dann habe ich dann auf so einer Futterstelle gewartet.
Ja, und das war's dann. Da hat diese. Also ich hätte nichts dagegen, wenn wir langsam mal einen sehen. Noch nicht verwirren lassen, das Licht verscheucht die Tiere irgendwie nicht. Von unserer Kopflampe, das Licht meine ich jetzt, ne? Wir haben Rufe-Omas, aber noch kein Hirsch. Vielleicht kommt das ja noch. Bevor uns über den Haufen rennt, wäre es nicht schlecht, wenn wir vorher mal fix eine Fisch, ja. Hey, hier gibt's Geräusche, ist die wahre Wonne, ne? Ja, da kommt man nicht hoch. Zu den Dammhirschen. Da ist ein Eichhörnchen. So. Aber das will ich jetzt nicht aus der Juxendollerei killen. Weil dann verscheuche ich auch die Dammhirsche. Welche wir wiederum brauchen, um die Mission zu bestehen. Aber die Penner melden sich halt nicht. Also melden sie schon. Sie hören nur nicht auf meinen Flehen. Ei, ei, ei. Diese Folge scheint es nicht viel zu zeigen zu geben. Leider. Zumal es auch unheimlich clever von mir ist,
ein Let's Play von Call of the Wild, The Hunter Call of the Wild, mit einer Nachtmission zu beginnen. Ist unheimlich clever, Müsa. Aber auch das gehört ja dazu. Das kommt die scheiß Musik wieder, die brauche ich ja gar nicht, ne? Wobei die ja schon episch ist, aber... Hier statt Musik, wir protestieren. Jetzt haben wir auch keine Hirsche mehr. Man kann auch, wenn man sucht, übrigens... abgeworfene Geweihe finden und die aufsammeln. Gibt auch Punkte, natürlich. Und manche Missionen bestehen darin, Fotos zu machen. Und den Tieren. Fotoapparat ist auf P. Und mit Mausrad könnt ihr zoomen, Linksklick Foto machen. Das ist dann die Sache. Da seht ihr, manche Rufe kommen gar nicht an. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen, obwohl nicht viel passiert ist. Beim nächsten Mal verspreche ich mehr Action und ich hoffe, euch schaltet wieder ein. Ne? Wir wollen ja gemeinsam die Mission durchgehen und auf dem Weg dorthin Tiere erlegen. Und mit der Mission, durch die Mission Tiere erlegen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt... Müsa spielt The Hunter Call of the Wild. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.